So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Wir haben beim letzten Mal die galaktische Krise gemacht. Heute werden wir mal andersrum mit den Guten spielen und natürlich Bojack endlich hoffentlich vernichten. Jetzt, da Son Goku fort ist, ist Son Gohan der Einzige, der die Erde retten kann. Irgendwie gruselig. Warum ist das gruselig, wenn Son Gohan die Retter retten? Wenn die Son Gohan die Erde retten kann, mein Gott. Die Z-Kämpfer bestreiten einen schweren Kampf gegen Bojacks enorme Kraft. In einer Vision sieht Son Gohan jedoch, wie sein Vater Son Goku in einem erbitterten Kampf gegen Cell stirbt. Und das verleiht ihm Kraft. Von seiner selbst auferlegten Mission wachgerüttelt erwachen ungeahnte Kräfte in Son Gohan. Nice. Nice, nice, nice. Oh, Son Gohan sieht aber auch cool aus in diesem Outfit, ne? Achso, ich dachte, der macht da... Oh, was? Bam! Beste Attacke. Ich liebe Team Gohan. Team Gohan ist der allerbeste. No! Hey, du Vogel, du. Leider gibst du die anderen Kämpfer von Bojack leider nicht, nur Zangia. Die anderen fand ich eigentlich auch ganz cool, aber man sah halt von denen nicht wirklich viel. Aua, please! Oh! Oh, wenn ich so weitermache, verliere ich gleich. Hame, Hame, ha! Nice. Oh oh. Big Soul. Nichts auf Full Power. Full aufs Maul. Egal, nochmal die Kami. Oh, endlich. Oh, dieser Son Gohan, ne? Bester. Da ist seine Full Power. Ich warte mal noch, bis das Blaue ganz kurz auf den ersten ist und sonst werde ich ihn gleich vernichten, wenn da nichts mehr kommt. Ja, nicht. Und tschüss. Ich hab die Ohren.
Ja, das war schon die Mission mit Bojack. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit Broly. Gucken wir uns natürlich noch eben schnell an und dann werde ich da auf jeden Fall gleich noch mit weitermachen. Genau, dann geht's weiter mit Broly, ultimative Kämpfer schlafen nicht. Genau, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin haut da rein und ciao, ciao.